Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in meiner Reihe Coole Drum Grooves. Heute habe ich mir mal den Song Umbrella von Rihanna vorgenommen. Hier gleich im Video werde ich dir zeigen, wie du den Groove spielst und dir konkrete Übungen geben, wie du mit den Tücken und Schwierigkeiten dieses Grooves fertig wirst. Und am Ende des Videos werde ich dir noch ein, zwei Tipps geben, wie du mit der Pause am Ende des Grooves umgehst und wie du den Groove mit der Hi-Hat-Bewegung schön fließen lassen kannst. Bleib also dran. Umbrella von Rihanna. Was für ein epischer Groove. Ich kann gar nicht genug dazu spielen und das mache ich tatsächlich auch, denn ich unterrichte seit vielen Jahren einen Schüler mit Trisomie 21. Und in unserem Unterricht haben wir einen ganz strikten Ablauf. Dazu gehört unter anderem, dass wir am Ende jeder Stunde zu 3 bis 4 Songs richtig abrocken. In dieses Repertoire gehört unter anderem Umbrella von Rihanna und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Song starte und dieser markante erste Hi-Hat-Schlag ertönt. Okay, beginn doch einfach erstmal einfach den Groove zu spielen und lass die ganzen Hi-Hat-Öffnungen weg. Das Ganze ist ja ein zweitaktiger Groove mit Bassdrum-Figuren auf verschiedenen 16-Positionen. Im ersten Takt hast du nur eine Bassdrum auf die Zählzeit 1. Im zweiten Takt hast du 2 16 Bassdrums auf die Zählzeit 1 und 1e. Und in beiden Takten öffnest du jeweils auf die Zählzeit 1 die Hi-Hat. Und du schließt sie auf die Zählzeit 1 und wieder. Achte wirklich auf Exaktheit, dass du wirklich genau auf die Zählzeiten öffnest und schließt, denn sonst wird das Ganze ungenau und verschwommen, verwaschen. Also da musst du wirklich gucken, dass du sehr präzise spielst. Bei dem Thema Hi-Hat öffnen habe ich natürlich auch schon 2 Videos gedreht. Auch diese verlinke ich dir in der Infobox. Etwas schwieriger ist, die geöffnete Hi-Hat auf der Zählzeit 3 im zweiten Takt zu erwischen. Die liegt nämlich genau auf der letzten 16 der Zählzeit 3 und du schließt genau auf der Zählzeit 4, nämlich auf den ersten der beiden folgenden Snare-Schläge. So, was du jetzt machen kannst, ist, dass du auch im zweiten Takt erstmal auf die Zählzeit 3e und D die Hi-Hat-Öffnung weglässt und einfach das erstmal als leichte Betonung auf der Hi-Hat spielst und anschließend die 2 16-Noten auf der Snare-Drum noch mit anfügst. Erst wenn das sicher läuft, baust du die geöffnete Hi-Hat wieder ein. Du schließt die Hi-Hat wieder exakt auf die Zählzeit 4, auf den ersten der beiden Snare-Drum-Schläge. Und dann musst du aufpassen, da bleiben natürlich 2 16 Zählzeiten übrig, die Zählzeit 4 und die 4e und d. Und die sind ein bisschen schwierig zu füllen, das heißt, du kannst die erstmal füllen, indem du zum Beispiel 2 Schläge mit den Stöcken füllst. Und was hier schnell passieren kann, ist, dass man die Zählzeit 1 leicht nach vorne zieht, also etwas zu hektisch spielt, wenn man diese 2 letzten 16 der Zählzeit 4, also diese Pause, die dort entsteht, noch nicht richtig fühlt. Der Groove zu Umbrella sowie die ganzen Übungen, die ich mir hier ausgedacht habe, damit du die einzelnen Parts ausarbeiten kannst, findest du in einem PDF, was ich geschrieben habe. Über den Link unter dem Video kriegst du Zugang, dann kannst du es dir runterladen und kannst dann in Ruhe in der Proberaum oder zu Hause damit üben. Du könntest zusätzlich zu den beiden Snare-Schlägen am Ende, die du ja mit links, rechts auf der Zählzeit 4 und 4e spielst, noch einen Hi-Hat-Schlag anfügen auf die Zählzeit 4 und. Dadurch entsteht eine 16-Kette von der Zählzeit 4e auf der Snare und die Zählzeit und auf der Hi-Hat. Im Prinzip beginnt diese 16-Kette ja schon vorher auf der Zählzeit 3 und, nämlich mit dem Bassdrum-Schlag zusammen mit der Hi-Hat. Dann kommt auf der letzten 16-Position die geöffnete Hi-Hat, dann folgen die 2 Snare-Schläge und du endest auf der 4 und mit nochmal einem Hi-Hat-Schlag.
Vielleicht hast du bemerkt, dass am Anfang des Songs auf der Zählzeit 3 nur ein einzelner Bassdrumschlag zu hören ist, nämlich auf der Zählzeit 3 und. Und dann so ab ungefähr 30 Sekunden plötzlich zwei Bassdrumschläge auf den beiden mittleren 16. Positionen der Zählzeit 3 zu hören sind, nämlich auf der 3 E und. Übe den Groove also ruhig mal in beiden Varianten. Der Hi-Hat spiele ich hier schnelle 16. Noten, das heißt, ich gehe hier in so eine leichte Whipping-Motion rein, also eine Whip-Bewegung. Wenn du dich mit dem Thema Whip-Bewegung oder Whipping-Strokes nochmal beschäftigen willst, dann empfehle ich dir mein letztes Video, da geht es nämlich genau um die vier wichtigsten Handtechniken, die du brauchst, um Schlag zu spielen, sowie auch Griff- und Stockhaltung. Und ich verlinke es dir wieder in der Infobox, schau gerne mal rein. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast jetzt verstanden, wie der Groove aufgebaut ist. Hab viel Spaß damit, ich spiele diesen Groove immer wieder gerne, also ich hoffe, es geht dir genauso. Liken nicht vergessen, abonnieren, dann bist du wirklich auch beim nächsten Video sofort wieder mit dabei. Ansonsten viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao.